Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Top 10 Video, es geht um die Flip Knives. Wir gehen von 10 hoch zu 1. Let's go! Auf meinem 10. Platz liegt das Flip Knife Fate. Fate Knives gefallen mir ja so an sich eigentlich ziemlich gut, aber auf dem Flip Knife sieht es nach gar nichts aus. Also finde ich. Es kostet 182 Euro und ist glaube ich so im normalen Preissegment für ein Fate Knife. Aber ich finde, diese Farbwahl kommt nicht gut an auf dem Flip Knife. Da gibt es bessere Skins für das Flip Knife. Und die seht ihr jetzt. Da haben wir zum Beispiel meinen 9. Platz, das Flip Knife Stained. Das sieht tatsächlich schon besser aus, wie ich finde. Für dieses lange, kurze Knife, da passen so extrem bunte Sachen nicht so perfekt. Beziehungsweise diese leichten, also diese blassen Bunttöne, gefallen mir einfach nicht so gut. Es muss schon was Stärkeres drauf sein. Das Stained kostet im Moment 96 Euro. Die Preise sind wie immer von CSGO Stash. Auf meinem 8. Platz liegt das Damascus Steel. Das ist normalerweise auch etwas höher bei mir angesiedelt, aber auf diesem kleinen dünnen Knife passt eben einfach nicht so gut. Das muss auch was Dickes drauf. Nichtsdestotrotz ist es auf meiner Top 10 Liste mit dabei. Es kostet 94 Euro und ist sauschön für den 8. Platz. Das Freehand Flip Knife liegt auf meinem 7. Platz. Hier merkt man, die etwas stärkeren Farben bzw. stärkere Kontraste sehen meiner Meinung nach besser aus auf dem Flip Knife. Es kostet 119 Euro. Da hätte man schon noch ein bisschen am Preis drehen können. Also so ultra besonders ist jetzt auch wieder nicht, aber wir wissen ja alle, im Knife-Sektor ist halt der ganze Kram nun mal teuer. Das Flip Knife Autotronic liegt auf meinem 6. Platz. Die Autotronic-Reihe gefällt mir so wie sie ist, mäßig. Aber es gibt eins, das ist aber eine andere Knife-Art, das mir extrem gut gefällt. Das hatte Wallen ziemlich lange. Hier bei den Flip Knives sieht es schon nach was aus. Es wirkt sehr dynamisch und das ist ja auch ein dynamisches Messer, so ein Flip Knife, ähnlich wie bei so einem Butterfly. Das ist so klein und schnell und nicht so träge wie jetzt so ein fettes Aufbrechmesser oder so. Und da kommt es doch ganz gut zur Geltung. Der Griff hätte noch dunkler sein können, also wirklich so ein komplettes Rabenschwarz, damit der Kontrast noch ein bisschen nicer ist. Aber es ist ja, es kommt ja schon gut oder nahe dran. Ich weiß gar nicht, ob es ein dunkleres Material gibt bei den Skins, also wirklich so ein komplettes Schwarz. Ja gut, doch, wenn ich jetzt hier die Cyrex da unten sehe, dann eindeutig ja. Oder kommt mir das nur so vor und das ist das gleiche? Wahrscheinlich ist es dasselbe. Es kostet 259 Euro. Das ist ein Preischen. Meine neu gefundene Liebe zu den Rust Coat Knives will nicht abbrechen. Ich finde es gerade hier bei dem Flip Knife richtig sick. Darum sind wir hier auch schon auf dem 5. Platz mit dem Rust Coat für 71 Euro. Ein Kill. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ja, das passt so gut wie auf jedes Knife. Sofern eben auch, und hier ist es wirklich gut geworden, der Griff schön verranzt ist. Das muss halt passen. Weißt? Auf meinem 4. Platz liegt ein Flip Knife Case Hardened. Wohlgemerkt in Battle Scare, wenn das in FN ist, dann sieht das irgendwie scheiße aus. Dann ist es so voll gelb. Das hier wäre eins in FN. Ich finde, da hat das gar nichts mehr. Da geht es schon eher in Richtung Rust Coat. Das hier, schön in BS. Das ist es, oder? Das sieht doch geil aus. Richtig zerrobbt. Gut, es könnte auch einfach am Pattern liegen. Dazu kenne ich mich zu wenig aus. Das hier ist jetzt nur Well-Worn. Ähnlich. Es kostet 146 Euro, liegt wie gesagt auf meinem 4. Platz. Darum wisst ihr auch, was jetzt wieder kommt. Ihr dürft raten, was wohl auf meinem 3., 2. und 1. Platz liegt. Bin immer gespannt, wie nah oder wie weit ihr davon abdriftet, von meinem Geschmack. Also die, die mich länger kennen, können das wahrscheinlich schon ziemlich gut vorhersagen, was auf meinen Plätzen liegt. Zumindest welche. Nicht die Reihenfolge, aber zumindest so ungefähr die Top 3. Also grübelt ordentlich vor euch hin. Ich gebe euch kurz Zeit. Genug Zeit. Platz Nummer 3 erfolgt jetzt. Und da haben wir einen Flip Knife Marble Fate. Ja, ich weiß, es ist bunt, aber stark bunt. Allein dieser Kontrast von Blaurot zu Gelb und dann wieder ein bisschen Blau hier an der Spitze, das lässt es einfach nice aussehen und das sind stärkere Farben. Nicht so wie dieses Fade, einfach so mit Aquarell oder wie nennt man das? Pastellfarben oder so. Nee, es ist richtig stark von einem Kindergartenkind, das zu viel Farbe in seinem Zeug hat, aber immer mehr draufschmiert. So muss es aussehen. 209 Euro. Ja, nice. Das Flipknife Doppler liegt auf dem 2. Platz. Schaut es euch an, fasst es ruhig mal an. Langt den Bildschirm gerne mal an, wenn es sein muss. Sehr dunkle und extrem kräftige Farbe. Schick, schick. Es könnte noch ein bisschen blauer sein, warte mal. Hier Minimal Wear ein bisschen heller. Auch nicht schlecht. Und hier Nummer 1 in FN, das hat vorne sogar so einen leicht rostigen Touch, hier ein bisschen grün. Also ein schönes Knife, ein schönes Knife. 165 Euro. Das hält sich sogar in Grenzen. Wohlgemerkt nicht in StatTrak, sondern einfach nur in Factory New, beziehungsweise im teuersten Nicht-StatTrak und Nicht-Souvenir-Bereich. Da liegt dieser Preis. Kommen wir nun zum 1. Platz. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Da haben wir, wie soll es auch anders sein, das Gamma Doppler. Das Doppler ist fast so geil, aber das Gamma Doppler hat halt noch Grün mit dabei. Und Grün ist meine Lieblingsfarbe und das ist halt wirklich the shit. That's the shit. Besser geht's nicht. Es geht einfach nicht besser. Hör auf zu lügen. Was kostet denn das, fragt ihr euch jetzt? Tja, 248 Euro. Da kann man sich gerade mal ein gutes Brot von kaufen, ne? Und Belag und so weiter und so fort. Vielleicht doch einen halben PC.
und ein Viertel. Und da haben wir diese Top 10 auch wieder abgehakt. Es fehlen nicht mehr viel und dann sind alle Waffen bestimmt. Und danach werde ich dann einige Dinge, die ihr euch gewünscht habt, nochmal neu auflegen. So wie die USPs, S waren es glaube ich, und auch M4 oder so. Vielleicht könnt ihr das hier nochmal drunter schreiben, weil die sich mittlerweile verändert haben. Das erste Top 10 Video habe ich vor über einem Jahr gemacht und seitdem kamen 2 oder 3 Cases raus und die Dinge wurden aufgestockt. Ihr könnt gerne hier nochmal schreiben, was ihr euch nochmal aufgelegt wünscht. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe es hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.